Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Es wird heute zur Abwechslung ein bisschen persönlich, denn wer mich kennt, der weiß vielleicht auch, dass ich mir sehr gerne Gedanken über Persönlichkeitstypen mache und menschliches Verhalten und all diese psychologischen Dinge gehen mir sehr viel durch den Kopf. Deswegen bin ich ein großer Fan eines Persönlichkeitstests, 16 Personalities genannt oder auch Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. Den Test habe ich vor 2 Jahren gemacht und mich ausgiebig mit meinem Persönlichkeitstyp auseinandergesetzt. Und das hat mir geholfen, mich besser zu verstehen und auch zu verstehen, wie ich mich verhalte oder warum ich mich so verhalte, warum ich mit bestimmten Menschen gut kann, mit anderen weniger. In diesem Video möchte ich euch verraten, welcher Persönlichkeitstyp ich bin, wie es aus meiner Sicht sich anfühlt, dieser Persönlichkeitstyp zu sein oder vielleicht auch, vor welche Probleme man gestellt wird. Natürlich ist alles nicht in Stein gemeißelt, man verändert sich auch, aber momentan trifft dieser Test erschreckend genau auf mich zu. Ich bin der INTJ und jetzt ist die Frage, wofür steht das Ganze eigentlich? Es steht für Introvert Intuitive Thinking und Judging oder übersetzt ungefähr so wie introvertierte, intuitive Denker und Kritiker, habe ich das für mich zumindest übersetzt und das trifft auch ziemlich genau. Ja, der INTJ ist ein mysteriöser, privater, zurückhaltender, nachdenklicher Typ, wird auch oft von anderen als arrogant oder unsozial beschrieben oder wahrgenommen, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Wir denken halt sehr viel. Heißt ja auch nicht, dass wir auch über sehr sinnvolle Sachen nachdenken. Es liegt in der Natur des Charaktertyps, immer wieder neue Ideen zu entwickeln. Irgendwie Dinge aufzuschreiben, zu sagen, so, das setze ich irgendwann um. Das möchte ich irgendwie in dieser Welt sehen oder das möchte ich umsetzen. Das möchte ich irgendwie greifbar machen oder sichtbar machen. Dieses Ideen entwickeln, einen Plan erstellen und dieses Ziel umsetzen. Das ist so dieser Motor des Charaktertyps. Das ist mir total wichtig. INTJ braucht immer einen Sinn oder eine Begründung. Immer, warum tue ich das? Was bringt mir das? Es klingt vielleicht blöd. Man geht auch sehr sorgfältig mit seiner Zeit um. Was stelle ich mit meiner Zeit an? Wie ich schon erwähnt habe, analysiert der INTJ sehr gerne Verhaltensmuster, Menschen. Das Ganze macht er aber auch, um immer ein paar Schritte gerne voraus zu sein. Heißt auch nicht, dass es immer funktioniert, aber wir versuchen es, sage ich mal. Deswegen ist der INTJ oder ich in dem Fall nicht spontan. Ich plane sehr gerne. Das Wort Plan wird ganz groß geschrieben beim INTJ, denn wir brauchen oder ich brauche als INTJ einen Plan für alles. Also To-Do-Listen, Effektivitätstools, Produktivitätstools, alles Mögliche, was irgendwie mit dem Fortschritt zusammenhängt, ist genau meins. Man muss einfach nur von der Situation her gucken, verlangt die Situation, dass du jetzt vielleicht extrovertiert wirst und mehr aus dir rausgehst, weil du ganz genau weißt, was es zur Folge hat oder warum du jetzt aufgeschlossener bist. Wenn das Warum stimmt oder dieses Ziel, was dahinter steckt, dann funktioniert das. Dann möchte man ein Muster kreieren, nachdem man arbeitet, nachdem man sich irgendwie voranbewegt oder sich vorwärts bewegt. Man braucht immer so dieses Baukastenprinzip, eine Formel, die irgendwie auf das Leben und auf bestimmte Verhaltensmuster oder auf bestimmte Ziele übertragbar ist. Ich weiß nicht, ob man das so versteht, aber man ist so ungern in einer großen Menschengruppe. Ich habe es immer ganz gerne, 3 bis 4 Leute um mich rum zu haben, maximal, dann geht es mir noch gut. Aber eigentlich alles darüber hinaus wird mir zu unübersichtlich, zu chaotisch und dann habe ich nichts mehr unter Kontrolle. Und dieser Kontrollverlust ist eigentlich ziemlich schlimm für diesen Charaktertyp. Ich habe hohe Erwartungen an mich selbst und möchte immer alles nach einer bestimmten Perfektion machen. Ich komme auch manchmal tatsächlich nicht ins Machen, weil ich denke, es wird nicht perfekt. Aber es hat sich inzwischen auch gebessert, finde ich. Der INTJ ist sehr effizient. Er mag es nicht, Zeit zu verschwenden, denn alles muss irgendwie ein kompaktes System gebracht werden, wenn man eine Sache angeht, dass man ganz genau weiß, hier kann ich Zeit sparen, das geht schneller, ich mache lieber das und dann mache ich das andere, das ist zeitsparender. Also Effizienz ist echt ein ganz großes Ding. Also irgendwelche Entwicklung von Ideen ist einfach essentiell für diesen Charaktertyp. Der Charaktertyp, der INTJ, taucht auch einfach mal gerne ab. Der ist dann so für andere nicht erreichbar, antwortet nicht auf Nachrichten, was auch nichts Böses ist, aber es ist einfach so eine Zeit, die er gerade für sich braucht. Oder ich mir dann so denke, okay, vielleicht kümmere ich mich später um diese Baustelle,
weil mein Kopf kann gerade nicht mehr vertragen. Man ist einfach sehr sparsam mit seiner Batterie. Wenn jemand nicht in die Umsetzung kommt, macht mich das wahnsinnig. INTJs haben auch ein Vertrauensproblem. Die vertrauen nur sich selbst. Die glauben auch nicht, dass es jemanden gibt, der etwas genauso tun könnte oder genauso gut. Es ist natürlich totaler Blödsinn. Natürlich gibt es jemanden, der besser ist, ja. INTJ ist kein Teamplayer. Es ist wie so ein Einzelkämpfer. Ein einsamer Wolf, der trotzdem gut auch alleine arbeiten kann, weil er ganz genau weiß, es gibt niemanden, der mich aufhält, es gibt niemanden, der mir reinredet. Und man hat einfach die Sicherheit, es wird fertig. Weil du weißt, du kannst nur dich in dem Moment auf dich verlassen und es funktioniert. Du musst auf niemanden warten, du musst nicht Rücksicht nehmen. Aber so funktioniert es auch nicht auf Dauer. Es ist schwierig, mit Autoritätspersonen zu arbeiten, die auf einen herabblicken und nicht einen auf Augenhöhe begegnen. Wenn ich merke, dass man so auf mich herabblickt und mit mir arbeitet, dann will ich irgendwie am liebsten alles abbrechen und sagen, nee, viel Glück mit jemand anderem, aber nicht mit mir. Wenn jemand die Arbeit, die eigene Arbeit von mir zum Beispiel jetzt, schlecht redet oder nicht wertschätzt, entwickle ich auch manchmal eine Verachtung dem Gegenüber. Es ist nicht so, dass ich nicht mit Kritik arbeiten kann. Nein, wenn jemand wirklich nicht konstruktiv ist, ich beginne dieses Feedback und auch diese Person manchmal zu verachten. Klingt manchmal böse, aber es ist auch vergänglich, ja. Man ist einfach so innerlich richtig sauer auf diese Person. Ah! Macht mich fertig. Macht mich richtig fertig. Tja, an dieser Stelle wäre das Video eigentlich noch gar nicht zu Ende. Allerdings hatte ich Probleme bei der Übertragung, die ich erst sehr spät gesehen habe. Und zwar sind einfach Videos abhanden gekommen, ohne dass ich das vorher oder rechtzeitig mitbekommen habe. Und deswegen muss ich das Video auf diese Weise enden lassen und auch auf diese Weise schneiden, weil einfach ein paar Details gefehlt haben. Da hatte ich noch ein bisschen mehr erzählt über den Persönlichkeitstyp. Aber wenn euch das interessiert, schreibt es mal in die Kommentare und sagt mir auch, ob ihr den Persönlichkeitstest schon kanntet und welcher Persönlichkeitstyp ihr seid. Das würde mich sehr interessieren, weil es gibt Menschen, die glauben an Sternzeichen. Ich glaube an diesen Persönlichkeitstest, weil er einfach mir bewiesen hat, wie akkurat er ist und wie er mir geholfen hat, einfach ein bisschen mehr zurechtzufinden. Alles klar, das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss!